Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Schlussakkord. Wir steigen gleich ein mit der Einstiegsfrage zum Thema serielle Sanierung. Und zwar lautet diese: Bis wann sehen Sie die serielle Sanierung als markttaugliche Standardoption? Wir haben wieder drei Ansätze vorgegeben: in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 10 bis 20 Jahren oder frühestens in 20 Jahren. Spannend, was Ihre Vorstellungen sind für uns und unseren nächsten Referenten. Tendenz geht ganz klar in Richtung in den nächsten 10 Jahren, wobei jetzt kommt auch immer mehr der Bereich in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das hält sich so an der Spitze, die beiden Antworten, und pendelt sich immer mehr ein, ungefähr gleich auf, sagt die Hälfte der Beteiligten etwa in den nächsten 10 Jahren und die andere Hälfte in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das heißt, schon eher früh rechnen Sie als Publikum damit, dass sich da was tun wird und vielleicht auch ein Stück weit tun muss. Unser nächster Gast ist Wiederholungstäter. Er war vor einigen Jahren schon mal beim Herbstforum. Er ist studierter Architekt und gehört zu den wenigen Planern, die schon im letzten Jahrtausend ihr erstes Passivhaus gebaut haben. Seit 2005 macht er ausschließlich das, nämlich Passivhäuser bauen. Und nachdem er das Architos Deutschland gegründet hat, war er später auch Gründungsmitglied des Green X Netzwerks. Er ist passionierter Dauerläufer und hat zahlreiche nationale und internationale Preise mit seinen Projekten gewonnen, unter anderem den Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim. Erst vor kurzem hat er den Vorsitz von Pro Passivhaus geräumt und widmet sich seit 2017 verstärkt dem Thema serielle Sanierung. Warum er das tut und wo im Detail die Knackpunkte sind, das erfahren wir jetzt live von ihm hier. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Input. Roland Matzig, bitteschön. Ja, vielen Dank. Und vielleicht nochmal, weil mich das wirklich eben sehr beeindruckt hat, ganz kurz anknüpfend, bevor ich auf die Befragung eingehe, ganz anknüpfend an den Vorredner, den Sie ja sicherlich eben sehr aufmerksam gehört haben wie ich. Wir haben, und das kam ja da sehr deutlich heraus, wir haben es mit dem Faktor Mensch zu tun. Jetzt habe ich allerdings bei dem Vorredner insofern vermisst, als er gesagt hat, bei der Passivhaustechnologie oder bei den Gebäuden, die energieeffizient sind, die sind ja so unterschiedlich in den Ergebnissen, weil der Faktor Mensch da drin ist. Andererseits biete ich euch eine Lösung an, dass wir die ganze Gesellschaft umbauen müssen, sprich das Leben von uns Menschen komplett auf den Kopf stellen. Ich finde beides sehr spannend, aber ich würde einfach an der Stelle widersprechen, dass der Einfluss des Menschen jetzt so unendlich groß ist, dass es manche Dinge verhindert. Ja, wir leben in der Demokratie. Die Demokratie, die Politiker der Demokratie, die Führer in so einer Demokratie können nur das machen, was die Menschen ihnen, wofür sie optioniert werden. Aber ich glaube schon, dass die Technologie einen erheblichen Einfluss hat, denn nur was angeboten wird, wird auch angenommen werden können. Was mich gefreut hat, dass es anfangs, jetzt komme ich auf die Umfrage ganz kurz, dass es anfangs eigentlich so schien, als dass hier ein eindeutiges Votum dafür vorliegt, dass man in den nächsten 10 Jahren die serielle Sanierung flächendeckend finden wird. Dann hat sich das Blatt ein wenig gewendet und jetzt habe ich, glaube ich, den Schlussstand gesehen, als dass man erwartet, dass es doch etwas länger dauern wird. Das betrübt mich, aber ich denke, es entspricht der Realität. Warum? Da werde ich noch drauf eingehen in meinem Vortrag. Als Einstiegsfolie habe ich eine eben beim Vorgänger auch in ein neues Licht gerückte Aussage gewählt. 40% des Energieverbrauchs, also des CO2-Aufkommens, entsteht in unseren Gebäuden. Jetzt haben wir vorhin eine kleine Korrektur gehört, die war sicherlich wissenschaftlich richtig und fundiert vorgetragen, gar keine Frage. Ich möchte mich auch gar nicht an diesen Zahlen, und ich bin überhaupt kein Statistiker, ich bin Praktiker, ich bin Architekt, ich baue auch selbst gerne händisch und habe es eher so mit der pragmatischen Seite. Also ich möchte mich nicht so sehr an den Zahlen aufhalten, was aber sicherlich unstreitig ist, 40%
mehr oder weniger, ist eine riesige Zahl, ist ein riesiger Hebel. Und deshalb glaube ich ernsthaft, dass man im Gebäudebestand, und da sind wir uns ja absolut deckungsgleich einig, Vorredner und andere, die heute schon vorgetragen haben, wenn wir über Gebäude, wenn wir über Energieeffizienz, wenn wir über CO2-Reduzierung reden, dann geht das nicht, ohne dass wir eine Lösung und eine Antwort für die Gebäude finden. Und ich bin ja eben vorgestellt worden als einer, der schon viele Passivhäuser gebaut hat. Das ist auch so. Als Architekt verantworte ich den Bau von, ich habe nicht mitgezählt, ich schätze mal so um die 500 Passivhäuser, vielleicht auch ein paar mehr. Habe aber trotzdem gemerkt, Passivhausbau ist so ein Neubauthema und das muss man, also das Gute davon sollte man versuchen, in den Bestand zu überführen. Und das hat mich dann auch dazu geführt, also ich habe auch ein eigenes Passivhaus saniert, in dem das Architekturbüro arbeitet und in dem ich auch wohne. Darüber gibt es auch ein Buch, aber was ich gemerkt habe, ist eben, die Musik spielt im Bestand. Und das Gute der Passivhäuser, der Passivhausneubauten, versuche ich zu transformieren in den Bestand und um dort bei der energetischen Sanierung einfach so weit wie möglich zu kommen, so effizient zu sein wie möglich. Und da kommen wir zu einer ganz aktuellen Geschichte, die ich auch erst vor einer Woche entdeckt habe und die aber das Kernproblem ein Stück weit beschreibt. Also das Kernproblem, das ich auch selbst erlebe. Ich muss ein bisschen vortreten, um das ablesen zu können, weil ich wollte es Ihnen gerne vorlesen. Mitte Oktober, also jetzt vor wenigen Wochen, hat die EU-Kommission mit der Renovation Wave Strategy, es ist ja heute alles eine Wave, ja, also zweite Welle, Wavebreaker und so weiter, einen umfangreichen Aktionsplan zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden vorgestellt. Dadurch soll die Sanierungsrate verdoppelt werden. Den Rest brauchen wir schon gar nicht mal lesen, aber Sie können es ja in Ruhe lesen, weil wir haben jetzt aktuell irgendwo um die 1% Sanierungsrate. Wenn wir verdoppeln, jetzt machen wir eine ganz schnelle Kopfrechnung, dann haben wir 2%. Wenn wir 100% Gebäudebestand mit 2% jährlich sanieren, dann brauchen wir 50 Jahre. Würden wir es schaffen, eine lineare Sanierung von allen Gebäuden, wir haben jetzt im Moment in Deutschland so um die 200 Kilowatt, 180 bis 200 Kilowatt als Mittel aller Gebäude Energieverbrauch pro Quadratmeter im Jahr, das meiste fossil hergestellt. Also würden wir es schaffen, alle Gebäude auf Passivhausstandard zu sanieren, was mein Credo ist, und würden wir es dann noch schaffen, denn die Restwärme erneuerbar zu erzeugen und nicht fossil, dann bräuchten wir aber immer noch diese 50 Jahre, um überhaupt zu einem dann nahezu CO2-neutralen Gebäude gekommen zu sein. Jetzt haben wir aber die Zahl 2050, die steht ja hier auch drin, schon öfter gehört, also CO2-neutrales Wirtschaften, CO2-neutraler Gebäudebestand bis 2050 ist die Forderung. Das sind nach meiner Rechnung 30 Jahre. Also mit der Verdopplung werden wir so um circa ganz grob gerechnet 100% unser Ziel verfehlen, 100% Zeit. Also geht es um einen Faktor auch. Es geht sicherlich um diesen Faktor Mensch. Wie kann ich diesen Faktor Mensch überhaupt da reinbringen? Wie kann ich die Entscheidungsträger erreichen? Wie kann ich die Betroffenen sensibilisieren, dass sie da mitgehen? Aber es geht um einen Faktor, der heißt Zeit. Und diesen Faktor Zeit, dem habe ich mich gewidmet. Ich habe vor einigen Jahren, als ich meine Passivhaus-Sanierung gemacht habe, habe ich mir überlegt, ich gedacht, das ist ja jetzt schon mal ganz gut, aber wenn wir das weiterhin so machen, wie wir das machen, wir bringen die ganzen Handwerker auf die Baustelle und machen da händisch so alles auf dem Gerüst, krabbeln wir da rum und so monatelang. Ich war schon stolz damals, die Sanierung, das ist ein relativ großes Gebäude, in 8 Monaten geschafft zu haben. Aber stellen Sie sich vor, 8 Monate, um aus einem konventionellen Haus mit 270 damals Kilowattstunden pro Quadratmeter auf 11 Kilowattstunden zu reduzieren. 8 Monate ein Gebäude. Also völlig unmöglich, so einen großen Markt zu bedienen. Also war die Frage, wie kann man das denn eigentlich schneller machen? Und zwar erheblich schneller, Faktor 10 mindestens, eher noch schneller. Und dann war klar, die industrielle Vorfertigung, das serielle Sanieren könnte eine der Antworten sein. Heute bin ich überzeugt, ist die Antwort.
wir müssen sie natürlich noch in die Breite bringen. Die Holländer haben uns da einen Schritt voraus, vielleicht schon mal gehört, das Thema Energiesprung. Energiesprung ist eine serielle Sanierung eines Gebäudes auf einen Niedrigenergiestandard, der nicht weiter beschrieben ist, der sich nur daran orientiert, dass man sagt, das Gebäude sollte sich, also die Investitionen sollten sich über den Verbrauch Einsparungen innerhalb von 30 Jahren gerechnet haben. Also so ein bisschen verquer gerechnet, aber die ganze Geschichte ist unglaublich spannend, weil man einfach rigoros gesagt hat, diese Häuser müssen jetzt alle mal energetisch saniert werden, das müssen wir schnell machen. Und wie bekommen wir das hin? Indem wir ein industrielles Denken in unser Bauen hineinbringen. Und das hat mich dann auch so ein bisschen inspiriert bei dem, was ich dann in den letzten 3-4 Jahren gemacht habe. Aber nochmal einen Chart hier, den Sie wahrscheinlich alle kennen, aber ich finde es trotzdem wichtig, solche Kurven ab und zu mal auf einen wirken zu lassen. Denn wir haben ja vorhin gehört, aktuell sind wir irgendwo bei 12 Tonnen in Deutschland pro Kopf CO2-Verbrauch. Nach Credo von Herrn Pesch müssten wir runter auf eine Tonne. Das ist natürlich bringt extreme Veränderungen mit sich, ist ein extremes Ziel, aber wir brauchen es, denn diese Kurven finden sich in anderer Form ja immer wieder. Wir haben zugesagt und können das Klimaschutzabkommen, Pariser Klimaschutzabkommen nicht anders erreichen und einhalten, als dass wir auf einen CO2-neutralen zumindest mal Gebäudebestand kommen, und zwar bis 2050, und da bleiben uns noch 30 Jahre. Das heißt, wir müssen eine dramatische Kurve nach unten drehen. Also diese ganze Effizienzhausdebatte von wegen, jetzt fangen wir mal an im Sanierungsbereich mit 115, also 15% schlechter als so ein Neubau und so, und dann hat man ja schon mal was getan und so, ist alles Käse. Das wird uns alles nicht diese entscheidenden Schritte nach unten bringen, sondern wenn wir etwas anfangen, wenn schon, dann müssen wir mindestens den Passivhausstandard in die Sanierung hineinbringen. Und nicht nur den Passivhausstandard, sondern blitzartig, also wirklich übermorgen schon anfangen damit, um übermorgen fertig zu werden. Weil wir haben, ich habe vorhin ja diese ganz grobe Rechnung linear betrieben, dass ich gesagt habe, wir haben, wenn wir jetzt 2% Sanierungsrate haben, 50 Jahre vor uns, also müssen wir ja schneller werden. Jetzt stellen Sie sich mal vor, lineare Sanierungsrate würde bedeuten, alle Häuser sind gleich kompliziert. Wir werden uns aber erstmal an die Häuser machen, die nicht so kompliziert sind, da komme ich auch gleich drauf, und später haben wir die etwas komplizierteren. Ganz am Ende haben wir noch den Denkmalschutz und so weiter, und alles soll irgendwie energetisch saniert werden. Das heißt, wenn wir nicht am Anfang eine riesige, sind wir wieder bei der Welle, eine riesige Welle lostreten und endlich mal sanieren und ganz schnell und ohne große Diskussion, dann werden wir sowieso diese Fristen, die uns da noch bleiben, komplett verfehlen. Angeblich haben wir uns ja schon deutlich bewegt. Hier sind drei Balken, die habe ich mal so eingerahmt. Das sind die Verbräuche, die seit 1990 sich im Gebäudebestand darstellen, oder die Änderungen, wie sie sich darstellen, von also über 200 Kilowattstunden runter auf 77 Kilowattstunden. Ob das alles so genau passt oder nicht, aber alles in allem noch viel zu hoch, viel zu hohe Verbräuche, viel zu viel CO2-Ausstoß. Also, wie schaffen wir es, zu neutralem Gebäudebestand bis 2050 zu kommen? Und was können wir? Denn insofern bin ich mit Herrn Pesch absolut einig. Was können wir an Benefit da auch rausholen? Wie können wir es schmackhaft machen? Herr Untersteller war ja so derjenige, der gesagt hat, naja, Energieeffizienz, das darf kein Verbot sein, das muss gefallen, da muss man Spaß drauf haben. Also stellt sich schon die Frage, können wir es so machen, oder was sind die positiven Aspekte? Ist es wirklich nur Leid und Kosten, oder ist da noch ein Spaßfaktor dabei? Ich habe versucht, den ein bisschen rauszuarbeiten auch. Wir haben die Hülle, über die wir die Energie verbrauchen, beziehungsweise die Wärme eintragen im Sommer, also wieder dann Kühlbedarf haben, was ja auch wieder Energie verbraucht. Und das ist unterschiedlich gewichtet. Das sind hier vier Balken, ich gehe mal kurz hier rüber. Wir haben den Balken Dach ganz links, die Außenwand, die erdberührten Teile und die Fenster. Also die Fenster sind zwar das schlechteste Bauteil, aber immerhin sind sie auch flächenanteilig relativ bescheiden, sodass das meiste, man sieht es, in der Außenwand passiert. Deshalb habe ich mich auch
als erstes mal auf diese Außenwand konzentriert, habe gesagt, was können wir mit der Außenwand machen, wie muss so ein System aussehen, was haben wir da für technische Möglichkeiten. Und das zweite war dann der zweite Balken, das ist das Dach, da bin ich jetzt gerade dran. Da gibt es schon ein erstes Projekt, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Und dann erdberührte Bauteile ist eigentlich ein eigener Bereich. Im Bereich Fenster glaube ich, dass wir da gar nicht mehr viel machen müssen, eigentlich auch gar nicht mehr wirtschaftlich viel machen können. Und jetzt kommt schon der erste Spaßfaktor, wenn er denn einer ist. Wir haben bei jeglichen Bauen und auch bei der energetischen Sanierung das Problem, dass wir es mit vielen Gewerken zu tun haben. Viele Gewerke sind viele unterschiedliche Denkweisen, Vorgehensweisen, und für denjenigen, der diese Sanierung oder das Bauen bezahlt und der das zu organisieren hat, auch unheimlich viele Hürden. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sowas aus einer Hand geliefert werden muss. Es muss einen Verantwortlichen geben, der sagt, so machen wir das, das kostet es und ich stehe dafür gerade und ich organisiere das komplett durch. Sie als Nutzer, als Betroffener sind quasi nicht betroffen. Denn bisher, wie lange dauert so eine Fassadensanierung? Bisher haben wir ja den Fall, im unteren Bereich, also unter diesem grauen Balken sieht man das. Ich lese mal ganz kurz vor, da kommt erst so eine, also wir sind jetzt bei der Sanierung, da kommt eine Bestandsaufnahme, dann kommt eine Planung, dann kommt eine sehr lange Ausschreibungsphase, weil man die vielen Gewerke auszuschreiben hat und die Rückläufe zumindest im Moment eher bescheiden bis unmöglich sind. Dann kommt die Vergabe, dann wird so ein Vorlauf für die Produktion gemacht und dann kommt die Baustelle. Und jetzt sehen Sie einen ganz langen Balken, der auch aus dem Chart rausmarschiert, angedeutet durch diesen kleinen Pfeil. Also eine Baustelle sieht ja in der Regel so aus, vor allem auch die Sanierungsbaustellen, dass die begonnen wird und es gibt irgendwo ein Diagramm und da steht dann drauf, in 3 Monaten sind wir fertig. Und nach 3 Monaten hat man dann heftige Diskussionen darüber, dass das Material nicht gekommen ist, dass einer vom Gerüst gefallen ist, dass das Wetter nicht passt und dass sonstige Mängel aufgetreten sind, man sich gegenseitig gestört hat und so weiter und dass man noch weitere 3 oder 4 oder 5 oder 6 Monate brauchen wird. Also der Klassiker von einer Fassadensanierung, wenn man nur an ein ganz schlichtes WDVS denkt, ist ja eigentlich, könnte man sowas in 6 bis 8 Wochen machen und die Gerüste stehen 6 bis 9 Monate vor Ort. Und das Obere, das war so mein Gedanke am Anfang, wie sowas ablaufen müsste. Dieses kleine rote Fenster, darunter steht Demontage alter Fenster. Das ist die einzige Phase, wo wir in die Wohnung hinein müssen, wo wir also den Mieter, den Betroffenen wirklich belästigen. Das sind wenige Tage, im Idealfall sogar nur wenige Stunden. Davor, jetzt fange ich wieder links an, haben wir die Bestandsaufnahme, allerdings in einem ganz anderen Maß und einer anderen Qualität, wie das üblicherweise gemacht wird. Dann auch einen Planungs- und einen Produktionsprozess und die Montage der Elemente außen, ohne dass wir den Nutzer groß stören. Also die Eckpunkte oder die Idee war, die Fassadensanierung vor Ort auf eine Woche zu reduzieren. Also ein Gebäude in 5 Tagen. Das muss möglich sein, das ist auch möglich. Wir haben jetzt gerade, ich habe Bilder noch dabei, wieder eine Baustelle abgeschlossen. Und gleichzeitig auch nicht nur wie beim WDVS halt die Energiekennzahl des Gebäudes zu verbessern, also Energiewiderstand, sondern einen Wohlfühlcharakter zu erzeugen, also eine Wohnraumlüftungsanlage mitzubringen und noch ein paar andere Aspekte. So. Und wenn man denn möchte, kann man damit natürlich auch Architektur machen. Und das ist mir natürlich als gelernter Architekt auch ein Stück weit ein Anliegen, nicht nur zu sagen, naja, ich mache jetzt halt irgendwo die preiswerte Lösung, klebe da irgendeinen Dämmstoff drauf, ziehe einen Putz drüber und dann sieht es vorher aus wie nachher, außer dass die Fenster etwas tiefer in der Leibung liegen. Nein, ich denke schon, dass man diese Chance ergreifen kann und vielleicht ehemals sehr einfache Fassaden, wie jetzt hier links, umzugestalten, in eine etwas gehobenere Anspruch oder andere Veränderungen zu bringen. Die wesentlichen Punkte lesen wir kurz durch. Wir haben eine kürzere Planungszeit, wir haben geringeren Aufwand beim Kunden, wir haben keine Gerüste. Gerüste sind sehr unbeliebt.
Gerüste bringen Risiken mit sich. Also da kann man einbrechen über so ein Gerüst. Da läuft der Handwerker direkt vorm Fenster rum, wenn man im Badezimmer liegt oder weiß ich was. Also wir haben keine Gerüste. Wir haben eine extrem schnelle Realisierung. Wir haben keinen Abfall auf der Baustelle. Wir haben keine Engpässe an Handwerkern. Auch so ein Aspekt, warum die Renovation Wave wahrscheinlich so klein geblieben ist und wahrscheinlich noch viel kleiner, also in der Absicht schon, 2% ist kein hehres Ziel und in der Realität wahrscheinlich noch viel kleiner bleiben wird, denn wir haben überhaupt keine Fachhandwerker, die das bewerkstelligen können. Also wo sollen die herkommen? Die sind jetzt alle ausgelastet. Wenn sie heute rausgehen und sagen, ich möchte ein Wärmedämmverbundsystem haben, dann warten sie beim ganz normalen Gipser oder Maler, je nachdem, ob Haupt- oder Nebengewerbe das jetzt anbietet, warten sie mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis der überhaupt Zeit hat. Und wenn sie jetzt sagen, sie wollen doppelt so viel Fläche machen, brauchen sie auch doppelt so viel Handwerker. Die gibt es überhaupt nicht. Es gibt auch keinen Nachwuchs in diesem Bereich. Also diese Illusion dürfen wir uns nicht machen, dass wir über irgendwelche Statistiken die Steigerung hinbekommen. Auch über die Förderprogramme können wir keine Handwerker herbeizaubern. Wir haben Materialengpässe in großen Bereichen, aber wir haben vor allem einen absoluten Notstand im Facharbeiterbereich. Also wir mit unserer industriellen Vorgehensweise haben keinen Engpass an Handwerkern, weil man im industriellen Bereich noch gerne arbeitet. Dort gibt es noch keine Facharbeiterproblematik. Wir haben einen Vorteil für den Eigentümer. Durch so eine serielle Fassadensanierung haben sie keinen Umzug. Der Mieter muss nicht ausziehen, damit man da überhaupt arbeiten kann. Man hat eine vorher definierte Qualität, weil man das vorher in der Werkstatt schon abnehmen kann. Die Aufbauten, die einzelnen Schichten und so weiter, ist alles überprüfbar. Wir haben dann natürlich stark reduzierte Betreiberkosten, Mietminderungen sollten dann nicht mehr vorkommen über diese Umzugsproblematik oder sowas. Das ist für die Gesellschaften doch recht interessant, für die Wohnungsbaugesellschaften, geringere Heizkosten und kein Belüftungsrisiko mehr, weil wir die Lüftungsanlage gleich mitliefern. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz durch, wie das sonst so abläuft bei so einer energetischen Sanierung. Also erstmal wird eine Baustelle hergestellt und die sieht halt so aus wie eine Baustelle. Monatelang stehen da Gerüste rum, das Haus und die Umgebung verschandeln. Es gibt Müllabfälle über lange Zeit in ungeahnten Dimensionen. Keiner weiß, wem er gehört. Jeder streitet darüber. Es ist also echt eine schwierige Sache. Standgerüste, wenn sie dann lange stehen, verursachen Kosten, also nicht nur die Standgerüste, aber die eben auch, die man vorher nicht kalkulieren konnte. Der städtische Raum, der verdichtet werden soll, bietet teilweise überhaupt keine Möglichkeit, mit diesen Standgerüsten ordentlich umzugehen. Sie haben dann Straßensperrungen, all diese Behinderungen. Im Fassadenbau die Herausforderung, mindestens Gerüstbauer, Zimmermann, Spengler, Putzer, Maler, habe ich schon gesagt, diese Vielzahl an Gewerken, die da auftauchen, müssen koordiniert werden, soll reibungslos sein, das ist eine Illusion, ist nie reibungslos. Man muss sie überhaupt finden, dass sie in diese Maschinerie des Zeitplanes hineinpassen. Es ist auch im dritten Stock mal ein Einbruch problemlos möglich, deswegen muss man ja auch immer die Haftpflichtversicherung informieren. Da steht jetzt ein Gerüst und so, weil ja jeder da rüber auch an jedes Fenster kommen kann. Und im Zweifel ist sogar der Umzug notwendig. Es gibt natürlich dann Mängelbeschreibungen, Mietminderungen wegen Lärm, wegen Schmutz, all diese. Und es gibt unglaubliche Terminverschiebungen, Unpünktlichkeiten, also Terminpläne. Ich habe in meinem ganzen Leben, wo ich klassisch gebaut habe, noch nicht eine Baustelle gehabt, wo alle Termine geklappt hätten. Ich habe aber schon viele Baustellen gehabt, wo nahezu gar kein Termin geklappt hat. Und es lag nicht daran, dass wir keine Terminplanung machen können, sondern es liegt einfach daran, an der Art und Weise, wie wir bisher bauen. Und natürlich ist die Folge dann keine Freude, sondern oft der Ärger, der dann unter Umständen sogar vor Gericht landet und entsprechende Kosten verursacht. Und es wird immer schwieriger, Fachhandwerker zu finden. Wir haben die Metaproblematik, es will niemand raus, wer will schon auf so einem Gerüst diese Arbeiten verrichten. Also das, und dann kommt dazu oft, dass bei solchen Sanierungen auch noch bauphysikalische Fehler gemacht werden und dann kommen Schimmelbildungen, dann kommen Beschwerden, dann kommen langfristige Schäden. Also eine riesige Palette, die den
Immobilienbesitzer und auch den Immobiliennutzer, so sie sich unterscheiden, doch immer mal wieder davon abhält, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch, das haben wir auch in anderen Vorträgen gehört, auch ein Grund dafür, warum die Sanierungsrate sicherlich noch nie besonders hoch war. So, und wir haben uns jetzt überlegt, ich habe mir da überlegt, es sollte ein Gesamtpaket gemacht werden, das einfach und schnell diese energetische Fassadensanierung am Bestandsgebäude durchführt. Industrielle Vorfertigung, das heißt, der ganze Prozess muss verändert werden, die Produkte müssen genau ausgewählt sein vorher, was da funktioniert. Die Produktion, Produktion und Montage muss optimiert werden. Diese Art der Montage ist bisher nicht gebräuchlich gewesen. Und es muss auch ein begleitender Service da sein. Also es muss einer den Hut aufhaben, der sagt, jawohl, ich weiß, wie es geht und ich bin dabei. Und das Ganze eben möglichst großformatig, also nicht kleinteilig, nicht mal ein kleines Häuschen oder nur eine Wand oder nur eine Dachfläche, sondern wirklich im großen Maßstab, also Gebäude, die in Deutschland zum Beispiel oder in ganz Europa erstmal in großer Zahl existieren, Geschosswohnungsbauten, um da überhaupt voranzukommen. Großflächige Elemente, die an die Fassade gehängt werden. Wir haben dann mal geschaut, wie viele Gebäude das eigentlich betrifft und sind auf riesige Zahlen gekommen. Hier steht jetzt mal von den 3 bis 12 Wohneinheiten, Baustellen oder Gebäuden. Also das sind meist Dreigeschosser. Dreigeschosser sind wegen der Landesbauordnungen auch optimal, weil dann sind wir noch in der Gebäudeklasse 3, haben andere Feueransprüche. Gibt es also angeblich 16,5 Millionen Wohnungen in Deutschland. Ich habe das nie also eine so große Zahl, dass ich dachte, schon zu Anfang, jawohl, mit denen anzufangen macht Sinn. Die sind auch aus wirtschaftlichen Gründen oft sehr unkompliziert gebaut worden, oft sehr gerade, viele ohne Balkone, ohne Rücksprünge, ohne Lottchen, ohne irgendwelche baulichen Komplikationen, sodass man erstmal auch industriell denken und handeln kann an diesen Gebäuden, will nicht heißen, dass man das nicht auch auf individuellere Bauformen überführen kann, aber erstmal ist das eine gute Einstiegsmenge. Also die Rahmenbedingungen waren damit sozusagen gesetzt. Wir wollten jetzt nicht uns mit dem kleinen Einfamilienhaus zunächst befassen, wir wollten uns auch nicht mit dem Hochhaus befassen, sondern mehr mit der Gebäudeklasse 3, also 3 Geschosse, und davon haben wir jede Menge. Es sollte nicht aussehen wie ein Plattenbau, den wir aus den 60er, 70er Jahren kennen, wohl wissend, dass wenn ich eine vorgefertigte Fassade bringe, dann habe ich Elemente, die wiederum Stöße haben, die wiederum Fugen haben und die wiederum die Optik von einem flächigen Fassadenanteil, Plattenanteil durchaus haben können. Aber da kann man auch anders mit umgehen. Man kann die Oberflächen hochwertiger schaffen. Hier ist mal eine Putzvariante, die wir machen können. Wir können auf diesen Elementen alle Oberflächen schaffen. Hier sind mal Beispiele in Holz, also sehr, sehr individuell. Holz ist ideal, insofern, als das Holz ja sowieso schon mit Fugen daherkommt und man so die Fugen der einzelnen Elemente kaschieren kann. Man kann aber auch mit Klinker und Keramik arbeiten, das ist überhaupt kein Problem, oder auch mit Plattenwerkstoffen. Bei den Plattenwerkstoffen zählt das Gleiche wie bei den Holzoberflächen. Da habe ich sowieso schon Fugen und da kann ich meine einzelnen Elemente verstecken. Ich habe dann auf der Suche nach einem Partner, weil ich das alleine ja überhaupt nicht stemmen kann, eine international tätige Unternehmen gefunden, das aus dem Glasbereich kommt. Deswegen haben wir es dann auch geschafft, Glas- und auch Stahloberflächen auf diese Platten oder auf die Elemente zu bringen. Also wir können auch Fassaden, die extrem hochwertig daherkommen, können wir realisieren. So, und wie geht es jetzt? Also Bestandsaufnahmen, habe ich gesagt, machen wir etwas gründlicher, als wir bisherige Bestandsaufnahmen kennen. Wir machen das, indem wir so einen 3D-Scan machen vom Gebäude. Das heißt, da werden an verschiedenen Standpunkten 3D-Scanner aufgestellt, dann wird das Gebäude komplett gescannt. Damit wir dann auch wirklich alle 3 Seiten haben, haben wir auch noch Drohnen im Einsatz. Das heißt, nach einem Tag Bestandsaufnahme haben wir
gigantische Mengen von sogenannten Punkten in einer Punktewolke, also Punkten im Raum in einer Punktewolke. Das sieht dann so ungefähr aus wie hier unten rechts. Teilweise kann man schon einen Baukörper erkennen, teilweise sind es einfach nur geometrische Informationen in Hülle und Fülle. Die müssen dann zerlegt werden, daraus muss eine dreidimensional lesbare Zeichnung gemacht werden. Das ist also der erste Schritt. Das sieht dann so aus wie links. Also hier rechts ist das Gebäude in live und hier links ist die Mischung zwischen Punktewolke und 3D-Zeichnung. Dieses Modell, dieses digitale Modell, ist millimetergetreu. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Modell im Rechner haben, haben wir die Grundlage, um daraus ohne weiteres Aufmessen vor Ort jedes Bauteil herstellen zu können, dass es absolut passgenau ist. Das geht natürlich nur in der industriellen Fertigung. Wenn man das jetzt mit Handarbeit wieder macht, wo man mit dem Cuttermesser vor Ort und mit dem Kleber, da ist man schon wieder in einer Ungenauigkeit, das würde nicht kompatibel sein, sondern das Ganze, diese Daten liest man dann ein in eine Fertigungsanlage, also in eine CNC-Anlage. Und dann kann diese CNC-Anlage alles herausfräsen, was passend ist auf dieses Gebäude. Das heißt, es ist uns völlig egal, ob dieses Gebäude Maßungenauigkeiten hat, Wellen in den Oberflächen oder Vor- und Rücksprünge oder so. Das ist alles exakt abgebildet und wird von der CNC-Fräse einfach nachgeformt. Das heißt, unsere Elemente, die da entstehen, hier unten sieht man das mal rechts, es ist wieder das gleiche Gebäude und davor stehen schon die fertigen Elemente. Die sind natürlich dann exakt auf die Stelle, wo sie hingehören, herausgefräst, also in Ebenheit, in 3D. Da kann nichts mehr verrutschen. Trotzdem hat man natürlich die Aufgabe zu lösen, wenn ich jetzt so eine Hülle herstelle, die exakt auf dieses Gebäude passt, muss ich sie immer noch dort befestigen. Und beim Befestigen habe ich zwei Themen. Erstens, wie ist mein Untergrund, also welche Lasten ich einleiten möchte, kann ich ja ermitteln, aber die muss ich ja in den Untergrund auch einleiten können. Also ein statischer Nachweis ist da natürlich erforderlich. Und das Zweite ist auch, während des Montagevorgangs bewegt sich ja mein Element. Also wie füge ich diese Elemente dann passgenau ineinander und wo habe ich noch Stellschrauben? Das war zum Beispiel auch in Holland, ist es noch immer beim Energiesprung eines der ganz großen Themen. Die lösen das dann so, dass sie einfach Aufhängeschienen machen, hängen ein und dann ist es halt nicht ganz parallel und dann wird es mit der großen Thiokohle oder Silikonfuge ausgespritzt. Das wollte ich auf keinen Fall, weil jegliche elastische Fuge ist auch eine Wartungsfuge und dann habe ich wiederum Kosten hinten raus oder Schadenspositionen, die dann in 5 oder 10 Jahren auftreten als Mangel. Das ist keine gute Lösung und deswegen habe ich dann mit dem Hochschule Innsbruck, Fachbereich Holz, haben wir da einen Aufhänger entwickelt, das ist der hier rechts zu sehen, der heißt Sherpa, wird auch vertrieben von einem industrieansässigen Unternehmen in Innsbruck und der ist dreidimensional verstellbar. Das heißt, wir können an dem Element während des Einhängens Schrauben drehen und damit in X, Y und Z-Richtung jeden einzelnen Punkt nochmal korrigieren und stellen somit absolute Parallelität unserer Elemente her. Das war eins der Schlüsselelemente, um überhaupt von diesem, sagen wir mal, etwas groben Gebäude, das ja jetzt nicht so exakt gebaut ist, wo der Maurer vielleicht mal 6-7 Zentimeter irgendwo verschleift hat, und dieser industriellen Vorfertigung dann nochmal diesen, also der Genauigkeit aus der industriellen Vorfertigung dann nochmal diesen Zusammenhang herzustellen, diesen Link zu bilden. Und das Zweite war, das Zweite war, wie kann man die Last ins Gebäude einleiten? Da haben wir auch kräftig dazugelernt. Also man braucht schon, weil man ja die komplette Fassade auf wenige Punkte an der Fassade anhängt, an der alten Fassade, neue Fassade an der alten Fassade anhängt. Man braucht schon erhebliche, stabile Lasteinleitungspunkte.
Und das ist mit der, also wenn Sie einen normalen Statiker, Haus- und Hofstatiker, der einfach mal ein bisschen rechnet, dann werden Sie da wenig Glück haben. Ja? Der wird Ihnen dann ganz schnell sagen, ja, das geht nicht, oder Sie brauchen alle 50 Zentimeter so einen Aufhänger und dann ist das völlig unwirtschaftlich. Also meine Vorgabe war, ich brauche eine Lösung, die Aufhänger nur alle 2 bis 2,50 Meter möglich macht. Wegen der Plattengrößen, wegen der Stöße, wegen der Kosten, wegen der Handhabbarkeit und so weiter. Also wir haben 10 Meter lange Elemente jetzt bei diesem einen Haus, wo ich Ihnen da eben kurz gezeigt habe, noch ein paar Bilder kommen. Und da wollte ich einfach nur 4 Aufhänger haben. Und das heißt, die Untersuchung Ihres Gebäudes muss natürlich auch so weit gehen, nicht nur so ein 3D-Scan, sondern auch, was habe ich da für Decken, für Wände, für Zwischenwände, zur Aussteifung und so, wo kann ich eigentlich rangehen, wo kann ich diese hohen Auszugskräfte, die ich da doch bekomme, auch einbringen. Hier ist es, jetzt sind die am Montieren, jetzt sehen Sie hier einen Aufhänger im unteren Bereich, diese Stahlelemente, die abweichen von dem, was ich eben gezeigt habe, das sind nur Montagehilfen. Also wir hatten im unteren Bereich sind keine Sherpas an den Elementen. Die Elemente sind ja immer geschosshoch und dann so 10 Meter lang, 10, 12 Meter lang. Und im unteren Bereich sind die lose. Und damit man beim Einhängen unten eine Führung hat, haben wir da nochmal so einzelne Metallhaken quasi hingemacht, wo das untere Element gegen Abheben, also Windzug, nochmal gefestigt ist. Nur zur Montage notwendig, dann könnte man es wieder wegmachen, aber wir haben es natürlich dann belassen, weil das Wegmachen wird ja auch nochmal Geld kosten. Aufbau von dem Element ist eigentlich ein klassischer Holzrahmenbau. Also wir haben Holzrahmen, üblicherweise mit Plattengrößen 62,5, das heißt alle 62,5 haben wir so einen Ständer. Und dann dazwischen haben wir nochmal eine OSB-Platte und dann den Aufhänger. Die Wahl der einzelnen Materialien war das Besondere, nicht die Art der Bauweise. Die Art der Bauweise hat man schon oft gesehen, nicht eingehängt, nicht verstellbar, sondern meist stellt man unten auf, klappt dann bei und verdübelt oben. Das ist der Klassiker. Aber hier war die Materialien, vor allem die zweite, also die zum Gebäude hinliegende Dämmebene, das war so der Schlüssel. Wie bringt man die auf? Die erste Idee war, die wegzulassen, das Element hinzuhängen, dann diesen Hohlraum auszublasen. Geht ja auch mit Mineralwolle zum Beispiel oder mit Zellulose würde das gehen. Ist zu aufwendig. Man muss zu viele Nacharbeiten machen und so weiter. Haben wir gemacht, war zu aufwendig. Und dann haben wir einen Dämmstoff entwickelt und es war eben gut, dass ich da mit dem großen Industrieunternehmen zusammen, die haben auch eine eigene Dämmstoffabteilung, dieser Dämmstoff ist in seiner Konsistenz so, dass er relativ weit komprimiert werden kann und während dieses Einhängevorgangs sowohl in der Lage ist, dass das Element an der Wand runterrutscht, als auch komprimiert werden kann. Also das ist ein ziemlich spezielles Produkt, ist jetzt auch extra ein Patent darauf angemeldet worden, weil wir das dafür entwickelt haben speziell. Dann sehen Sie noch so links neben dem Fensterrahmen sehen Sie noch so einen kleinen Kreis. Das ist ein Symbol für eine Lüftungsanlage. In diesen Elementen kommen immer Lüftungsverteilleitungen mit. Die führen von oben oder von unten zu den Fenstern und die Fenster haben dann spezielle Rahmen. Zeige ich auch gleich ein Bild aus der Baustelle, wo dann die Luft einströmt oder abgesaugt werden kann. Das heißt, man hat immer in der energetischen Sanierung des Altbaus eine Lüftungsanlage mit dabei, ohne dass man innen dann irgendwelche Arbeiten zu machen hat. Das ist natürlich ein absolutes Novum, weil sonst sind diese Arbeiten ja immer schrecklich, wird durch die Wand gebohrt oder die Decken abgehängt oder so und die Leute da drin ersticken im Dreck und das geht gar nicht. Ja. Aber was man als Problem immer hat, nahezu immer, man hat einen Dachüberstand. Weil wir müssen ja, unsere Elemente müssen ja eingehängt werden und das Einhängen braucht zwar nur einen Bewegungsradius von 12 cm, aber die 12 cm rutscht das Element in den Sherpa-Aufhänger ein und das heißt, der Dachüberstand ist im Weg. Bedeutet, der Dachüberstand muss abgeschnitten werden. Da sind wir im Moment noch bei der Lösung, dass wir mit einem Hubsteiger arbeiten, den Dachüberstand vorher abschneiden und dann mit dem obersten Element diesen Dachüberstand wieder mitbringen und nur mit einem Einlaufblech, einem verlängerten Einlaufblech, die Regensicherheit bringen. Da sind aber noch Verbesserungsmöglichkeiten, bin ich da am Überlegen und werden wir mal sehen, was da die Zukunft noch bringt.
Hier habe ich das mal gezeigt. Das ist jetzt gerade letzte Woche fertig geworden. Und da sehen Sie auch, dass der Dachrand ringsherum abgeschnitten ist. Der ist da noch nicht wieder angebracht worden, weil wir aus zeitlichen Gründen da das oberste Element ohne den Dachrandanschluss hergestellt haben. Worauf auch immer zu achten ist natürlich, wie weit kann man unten runter, sieht es dann blöd aus an den Fenstern oder so, brauche ich noch eine Perimeterdämmung, wie gehe ich da vor, ist sicherlich Einzelfallentscheidung. Fenster sind natürlich in der Werkstatt immer schon eingebaut, werden mit dem Element mitgeliefert. Lüftungsanlage. Es kommt immer eine Lüftungsanlage mit, das heißt, die Verteilleitungen sind da, die Rahmen sind da, wo es ein- und ausströmt. Die Lüftungsanlage selbst muss irgendwo untergebracht werden. Wenn ein Dachgeschoss nicht ausgebaut wird, ist es ideal, dort reinzustellen. Wenn nicht, dann kann man das, da kommt gleich nochmal eine kleine Skizze, zum Beispiel in einem Eingangsportal unterbringen. Hier sehen Sie die Fensterrahmen innen, der Rahmen ist schon dabei. Und auf dem rechten Bild sehen Sie diesen Auslass von der, oder Einlass also von der Lüftungsanlage. Das heißt, ich brauche natürlich den Grundriss, muss eine Auslegung machen, aber kann dann über diese Fensterrahmen die Lüftung ein- und aus. Also hier ist es die Skizze nochmal, die Lüftungsanlagen, da haben wir auch eine selbst konzipiert, die so flach ist, dass sie in so einen Eingangsrahmen reinpasst, für eine Größenordnung bis 3 Geschosse, also 6 Wohnungen. Und dadurch hat man einfach eine Belastung vor Ort von, wir haben jetzt hier 5 Tage gebraucht, das war auch die Vorgabe, ich denke, dass wir das in Zukunft in 3 bis 4 Tagen schaffen werden, also einer extrem kurzen Zeit, nur außen herum, und dann müssen wir noch mal kurz in die Wohnung rein, müssen die Fenster ausbauen und diesen Rahmen reinstecken. Dann brauchen wir aktuell 20 Minuten pro Fenster, auch da denke ich, werden wir irgendwo mal bei 5 bis 10 Minuten landen müssen, da gibt es noch ein kleines Verbesserungspotenzial, aber Sie sehen schon an den kurzen Zeiträumen, die ich da benenne, dass man da schon von der Speed-Sanierung was reden kann. Das heißt, wir haben da einfach Schwung aufgenommen bei diesem Gebäudetypus, der nicht für alle Gebäudetypen funktioniert ist, aber bei diesem Gebäudetypus bis 3 Gebäude, das haben wir auch schon eins am Bauen, wo wir 4 Geschosse haben, geht auch. Und dann halt lange gerade Fassaden, möglichst ohne Vor- und Rücksprünge. Auch Vor- und Rücksprünge sind machbar, aber sind etwas unbeliebt in dieser Vorfertigungsweise. Also da könnten wir unsere Sanierungsrate jetzt, ich sage mal, um Faktor 10 bis 100 beschleunigen. Also einen erheblichen Druck da jetzt reinbekommen. Und auch die Facharbeiter sind da kein Thema, weil an diesem Gebäude, ich mache mal ganz kurz zurück, damit man nochmal das Verbal, es ist ja nicht sehr groß, ja, aber da haben genau 3 Menschen dran gearbeitet in der Halle. Ja, dann hat man noch einen Ingenieur gebraucht, der diese Aufnahmen gemacht hat. Dann hat man noch mich gebraucht, da, um rumzurennen, so ein bisschen Bauleitung zu machen, eigentlich nur Verbesserungspotenzial nochmal zu heben. Also insgesamt 5 Leute in Teilzeit. Der Rest ist alles von Maschinen gemacht worden. Und das ist eben der Witz. Würde ich eine solche Fassadensanierung machen, in klassischer, würde sie sehr lange dauern, aber ich sage es mal über den Daumen, 25 Leute brauchen, also mindestens, ja. Also es wäre dann das 5-fache und von der Zeit her sicherlich das, keine Ahnung, 10-fache, 20-fache, erheblich mehr. Also das ist quasi eine Chance, die ich sehe, um zumindest mal einen Großteil des Gebäudebestands in sehr schneller Zeit energetisch zu ertüchtigen. Und da macht ein Zwischenschritt auf irgendeine Effizienzhausstufe für mich überhaupt keinen Sinn, sondern es muss dann sofort Passivhaus sein. Diese Wände haben einen U-Wert von 0,1. Dann kommt noch die vorhandene Wand dazu, die ja da ist, die Mauerwerkswand und so, die hat ja noch irgendwas. Also wir sind dann auf jeden Fall immer unter 0,1. Das heißt immer im Passivhausbereich. Wir haben die Lüftungsanlage dabei. Das ist mal die Anzahl der Elemente. Das sind auch nicht viele bei so einem Gebäude. Die Fassade jetzt hier aus sieben Elementen, auf der Rückseite nur aus 6, die 2 Giebelwände nochmal jeweils 3. Also das waren dann irgendwie 20 Elemente, war das ganze Gebäude schon fertig. Ne? So, hier noch ein paar Details, die ich nur so teilweise jetzt erklären kann. Aber Sie sehen eines, es gibt keine elastischen Fugen.
sondern sowohl die vertikale als auch die horizontale Fuge ist immer ausgedacht, die ist zu Ende gedacht, sodass er regenfest ist, dauerhaft regenfest und bewitterungsfest, auch ohne elastische Bauteile. Und insofern gebe ich mich der Illusion hin, ich kann das noch nicht beweisen, weil die ersten Elemente sind ja gerade mal ein paar Wochen alt, ein paar Monate alt, dass wir hier eine Bauweise haben, die auch sehr, sehr alterungsfähig ist. Also wir werden da hoffentlich und mit Sicherheit nicht in 5 Jahren dastehen und Nacharbeiten machen. Also 3 Schritte. Die Aufnahme, die Sherpas werden als erstes hingehängt, das ist der erste Schritt. Dann kommen die Elemente just in time, also das geht direkt vom LKW, LKW hält an, der Kran nimmt auf, hängt ab. Diese Bewegung von anhalten, Kran einhängen, in die Wand einhängen, ungefähr 25 Minuten. Also nach einer Stunde ist ein Turnus von einem Element vorbei, sodass man eigentlich tatsächlich am Tag 8 Elemente schaffen könnte, wenn es immer optimal läuft. Bei diesem Objekt hier in Ludwigshafen haben wir ein bisschen länger gebraucht. Da waren es 4 Elemente pro Tag, 5 Elemente an einem Tag, ist aber auch schon ziemlich gut. Und dann der dritte Schritt ist quasi alte Fenster raus, den Verblendrahmen rein. 20 Minuten aktuell, ich denke in Zukunft 15 bis 10 Minuten. Und dann sind wir da durch. Also, wir haben eine exakte Vorplanung notwendig, sonst geht da überhaupt nichts. Aber das ist ja in großen Teilen auch wieder maschinell. Also das macht der 3D-Scanner. Die Elemente werden immer im Passivhausstandard gemacht. Es wird industriell gefertigt. Also da brauche ich eigentlich nur den Maschinenführer, der überhaupt noch etwas macht. Da werden die ganzen Bauteile, die kommen aus dem Regal in die Maschine rein, werden gefräst, werden zusammengeklebt, kommen hinten raus und werden nur noch endkontrolliert. Also eine echte industrielle Fertigung. Wir haben immer eine Be- und Entlüftung dabei, mit Wärmerückgewinnung natürlich, also Passivhausstandard. Die Oberflächen können komplett individuell gestaltet werden. Wir sind nicht daran gebunden, jetzt irgendwie nur eine Putzfassade zu bringen oder sowas. Und die Komponenten sind alle aufeinander abgestimmt. Und aktuell zumindest haben wir alle Bauteile recycelbar. Wir können die gesamte Fassade wieder nehmen, abhängen, auseinanderschrauben und entsorgen. Auch das wäre bei einem Wärmedämmverbundsystem so in der Form nicht möglich. Das war die Fassade, die funktioniert, die bauen wir. Jetzt aktuell bin ich am Brüten, wie das Ganze beim Dach funktioniert. Da gibt es auch schon ein System, wird jetzt gerade gebaut, ist aber noch nicht realisiert. Also in der Werkstatt liegen die Elemente schon. Auf der Baustelle sollen sie in 2 Monaten ankommen. Da wird man sehen, aber dann ist die Hülle komplett, also zumindest mal die optisch sichtbare Hülle. Und beim Dach war natürlich auch gleich die Frage, wenn ich das Dach mache, behalte ich die alte Dachform bei, kann ich aufstocken, kann ich mit Gauben arbeiten, kann ich vielleicht auch mit Einschnitten arbeiten und so. Das sind so die Randelemente, wo es im Moment noch hapert, ja? Weil da haben wir auch dann immer gleich mit der Baugenehmigung zu tun und so, da ist es dann nicht ganz so einfach. Das ist ein Beispiel aus Holland, wo die grundsätzlich die alte Bauform beibehalten, die lassen den alten Dachstuhl auch, legen dann neue Elemente, wo auch gleich PV mit drauf ist, obendrauf, ist eine Möglichkeit. Das war es in Kürze. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Matzig. Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Da war viel Technik drin, viel Bautechnik. Dazu gibt es auch ganz viele Fragen. Ich würde ganz kurz vorab nochmal 2, 3 Punkte ansprechen. Die können wir jetzt hier nicht diskutieren. Zum einen, weil wir zeitlich eh schon drüber sind. Außerdem macht es jetzt gerade nicht so viel Sinn, ob über Sanierungsrate zu diskutieren. Wir tun, was wir können im Bereich serielle Sanierung und auch, wo die Handwerker herkommen. Da haben Sie ja ein paar Worte dazu gesagt. Der Kostenvergleich sieht wahrscheinlich auch noch nicht ganz positiv aus. Das wird dann irgendwann kommen, schätze ich mal. Also zum Kostenvergleich würde ich gerne noch was sagen. Okay. Weil das ist natürlich wichtig. Baukosten sind immer wichtig. Aber wir haben vorhin gelernt, und das ist ja auch eine Zahl, die mir geläufig ist, dass wir mittlerweile auf 47 Quadratmeter pro Kopf sitzen. Das hat ja auch Geld gekostet. Ja? Also ich glaube nicht, dass grundsätzlich das Geld fehlt, um zu bauen, sondern ganz im Gegenteil, auf den
Konten liegt jede Menge Geld rum. Es soll irgendwie immer wieder gewinnbringend investiert werden. Und da sind wir bei dieser Klimaschutzdebatte. Kann diese Klimaschutzdebatte oder können die Handlungen, um das Klima zu schützen, eigentlich irgendwie kostenneutral oder gar noch mit Gewinn gemacht werden? Ne? Also da bin ich ziemlich abgeklärt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, sondern wir haben hier eine Vorgabe, die heißt Zeit. Und wir müssen innerhalb dieser Zeit reagieren können, damit wir die Kipppunkte nicht alle reißen. Und wenn es dann etwas teurer ist, dann ist es halt so. Ansonsten haben wir einfach ein Problem, das wir nicht lösen können. Ja? Also insofern ist dieses Thema, kriegen wir das kostenneutral hin und so, das steht für mich nicht im Vordergrund, sondern für mich steht im Vordergrund, kriegen wir es überhaupt hin. Und wenn wir es hinkriegen, das Geld ist sowieso da, geht es nur noch um die Notwendigkeit zu sagen, okay, wir haben hier die technische Lösung, da haben wir auch das Geld, haben wir jetzt noch die Verantwortlichen, die sagen, ich gebe das Geld dafür aus, weil ich habe eine Verantwortung. Natürlich wollen wir unser System jetzt auch nicht meistbietend verkaufen, sondern wir wollen da auch runter. Wir wollen da auf 250 Euro auf den Quadratmeter mal kommen. Heute hat man WDVS irgendwo bei 120, sage ich jetzt mal, plus minus. Bei der Lüftungsanlage können sie gar keine Angaben machen, weil sie die im Altbau ja immer individuell einbauen müssen, weswegen sie sehr oft weggelassen wird. Aber wenn sie die irgendwie auf die Fassade umlegen, sind sie da sicherlich bei 50 bis 100 Euro. Also wir sind eigentlich sowieso schon nahe dran an dem, was das konventionelle an Kosten mit sich bringt. Aber dieser Vergleich ist, wie immer man es macht, er hinkt immer an irgendeiner Stelle. Ja. Deswegen glaube ich, der Fokus muss wirklich sein, ein System zu entwickeln, das große Teile der Gebäude in extrem kurzer Zeit energetisch optimal saniert. Ja. Klammer auf, koste es, was es wolle. Klammer zu, weil wir haben keine Zeit mehr. Ja, ich glaube, war sehr verständlich und ist eine sehr gute Antwort auf die Frage. Ich würde vorschlagen, ich habe hier noch 6 tolle Fragen auf dem Zettel. Ein Satz Frage, ein Satz Antwort. Okay, okay, versuchen gerne. Wir. Kosten für die Vektorisierung. Nochmal? Wie sind die Kosten für die Vektorisierung für dieses? Die Kosten für die Vektorisierung für dieses Gebäude hier, das ist übrigens Sternstraße Nummer 1 in Ludwigshafen, wer sich es anschauen will, hat das 7.300 Euro gekostet. Gut. Wenn schon Glasfassade, warum dann nicht gleich eine PV-Fassade? Auch die wäre möglich, die habe ich in meinem Beispiel jetzt nicht genannt, aber das wäre von der Montageart das gleiche wie eine Glasfassade. Wird kommen, schätze ich, ne? Ja. Wie viele Unternehmen gibt es bereits, die diese vorgefertigten Elemente herstellen? Aktuell sind mir 4 bekannt. Viele oder 4? 4. 4, okay. Wie macht man das mit dem Umbau irgendwann, also gerade der Technik, die dann in der Fassade sitzt? In der Fassade sitzt keine Technik. Das Einzige, was da drin ist, sind diese Lüftungsverteilleitungen aus Blech. Die kann man da belassen, wenn man sie nicht braucht. Man könnte sie auch rausziehen und neu, aber es gibt eigentlich keinen Anlass, daran zu gehen. Okay. Wie stellt man sicher, dass es keine Hinterlüftung bei der Fassade gibt, bei den Elementen, wenn man die dran setzt? Das ist dieser Dämmstoff, der auch über das Patent jetzt geschützt werden soll. Extra dafür entwickelt, dass er genug Kompression und genug Federkraft hat, um auch Unebenheiten, die wir beim Scannen vielleicht nicht haben, erfassen können, abzudecken. Also eine Hinterströmung muss absolut vermieden werden. Das ist bei den klassischen Holzrahmenkonstruktionen bisher immer das Problem. Wie kriege ich die Maßtoleranzen? Also das alte Gebäude macht so und das neue ist kerzengerade und da setze ich davor und dann habe ich plötzlich einen Spalt. Ja, das darf auf keinen Fall sein. Sehr wichtiger Punkt an der Stelle, ja. Was passiert mit den alten Fensterbänken? Auch abschneiden? Ja. Okay. Und müssen die Fenster innen drin nochmal angepasst werden? Nein. Die werden Fenster sofort sind komplett als fertiges Zargenelement hingesetzt? Genau, und wir nehmen fertig. Die alten Fenster raus, schieben die neue Zarge rein und das war's. Mehr Toll. Müssen wir da nicht machen. Sie haben mir bewiesen als letzter Referent, dass man so viele Fragen in so kurzer Zeit so gut machen kann. Ja. Damit ganz herzlichen Dank, Roland Matzig, für diesen Schlussvortrag. Wir sind durch für heute mit dem Herbstforum. Bleiben Sie uns noch ganz kurz erhalten, bitte draußen an den Bildschirmen.